Ich habe die Möglichkeit durch meine Ausbildung auch zum Entwickler und war mit über 10 Jahren quasi Business Background, also da einfach eine Brücke zu schlagen zwischen dieser eher altgeprägten, dieser alten Welt und dieser neuen Welt und hoffe mir da einfach auch viele Vorteile für unsere Projekte, aber einfach auch für mein tägliches Business besser und schneller einfach in die Themen einsteigen zu können und ja, bessere Ergebnisse erzielen zu können. Stefan, du kennst eTribes von Anfang an. Wie bist du hier gestartet und wann? Ja, vor über 2,5 Jahren war das. Im Mai 2017 habe ich angefangen als Junior Consultant, wie es damals noch hieß. Heute würden wir Analyst sagen. Ja, und da war ich der vierte Consultant. Es gab sonst noch eine viel kleinere Geschäftsführung und noch jemand in der BizEd. Also eine sehr kleine Truppe, ein kleines Büro hier in der Schokoladenfabrik. Ja, und dann haben wir angefangen, langsam aber sicher was viel Größeres zu bauen. Und ja, das hat sich bewahrheitet bis heute. Und was machst du jetzt? Ja, jetzt bin ich Senior Consultant und in diesen 2,5 Jahren habe ich ganz viele unterschiedliche Projekte. Zum einen an der Schnittstelle zwischen Tech und Business gemacht, aber auch ganz viel im Bereich Business Innovation oder Business Model Innovation. Und ja, damit hat sich natürlich auch die Verantwortlichkeit ein bisschen geändert. Man ist jetzt nicht nur einfacher Consultant, sondern hat nämlich auch Verantwortung für die einzelnen Projekte. Und eben als Senior Consultant kümmert sich man auch ein bisschen mehr um den Nachwuchs. Und jetzt steht ja für dich eine sehr spannende Reise Genau. bevor. Was machst du da und wohin geht's? Genau, ja, ich gehe nach Barcelona und zwar nicht um Urlaub zu machen, sondern ich bin jetzt 9 Wochen da, um mich zum Full Stack Developer ausbilden zu lassen bei einem Anbieter, professionellen Anbieter, Ironhack. Und die haben das als Bootcamp organisiert und das Ziel ist es also, mich wirklich zu einem vollwertigen Webentwickler zu machen. Full Stack bedeutet in dem Fall, also ich kann sowohl verstehe die Dinge, die dann im Frontend passieren sollen, als auch im Backend und die eben auch mit den Datenbanken zu tun haben. Und das ist für mich einfach eine großartige Möglichkeit, wieder was Neues zu lernen. In dem Bereich, wo ich eigentlich wo ich schon tätig bin, aber natürlich noch viel tiefer einzusteigen. Wenn du jetzt eben deine Projekte beschrieben hast, was glaubst du mit dieser Weiterbildung von 8 bis 9 Wochen, was bringt dir das? Unterschiedliches. Also zum einen ist es einfach stillt mein persönliches Bedürfnis nach neuem Wissen. Also ich habe einfach wieder Bock, was Neues zu lernen, mich in komplett neue Bereiche tiefer einzuarbeiten. Also es ist einfach eine persönliche Motivation, der ich danach gehen kann. Und natürlich damit zusammenhängt auch ein bisschen Tapetenwechsel. Das ist auch mal schön, wenn man mal wieder für eine Zeit ein bisschen was anderes machen kann. Aber jetzt konkret auf die Projekte denke ich, dass gerade an dieser Schnittstelle zwischen Tech und Business, wo ich viel unterwegs bin, es mir noch hilft, noch ein besserer Projektmanager zu werden, noch besser im Stakeholder-Management zu werden, noch besser einfach bei dem Aufbau von Operations und Projektstrukturen mitwirken zu können. Und ja, also weil ich einfach gemerkt habe, dass tiefes technisches Verständnis auch in diesen ganzen, ja, so lapidar als Business abgetanen Bereichen eigentlich auch schon sehr hilft. Ja. Hast du dir Ziele gesetzt, wenn du zurückkommst, was du dann noch besser weitermachen wirst mit eTribes zusammen? Ja, also mit eTrips möchte ich natürlich grundsätzlich erstmal diese spannende Reise weitergehen, denn kein halbes Jahr, das ich jetzt hier verbracht habe, hat dem halben Jahr davor geglichen. Und ich glaube, so geht es auf jeden Fall auch weiter. Und mit meinen neuen Skills und Fähigkeiten möchte ich da auf jeden Fall weiter unterstützen. Ganz konkret könnte das zum Beispiel sein, diese Rolle des Tech-Consultants weiter auszubauen, aber natürlich auch unsere Produkte, unsere Dienstangebote, die wir in diesem Bereich haben, noch weiter zu schärfen. Also gerade die Tech-Produktvision ist ja ein wichtiges Standbein, das wir aufgebaut haben. Und es wird sehr enorm nachgefragt und wir haben sehr viele unterschiedliche Projekte und Projektanfragen da. Und da denke ich, dass man mit diesem ganzen Wissen dazu einfach auch noch einen größeren Mehrwert für unsere Kunden, für unsere Klienten aufbauen kann. Ja. Glaubst du, diese Tech-Produkte werden bisher also unterschätzt? Sie werden auf jeden Fall unterschätzt, weil man kann, glaube ich, gar nicht mehr so klassisch zwischen Tech und Business trennen. Das wird immer so der Einfach halber gemacht. Und das ist vielleicht auch die Welt, in der viele von unseren Kunden in den letzten Jahrzehnten groß geworden sind, dass man auf der einen Seite irgendwie Business und Business Requirements hat und auf der anderen Seite gibt es dann irgendwie das Dev-Team und die Techies, die dann irgendwas umsetzen. Aber was mir eigentlich die Erfahrungen der letzten Monate gezeigt haben, ist, dass es immer stärker zusammenwächst. Und wenn man in kurzer Zeit extrem gute Resultate erzielen möchte, dann muss man das eigentlich von vornherein zusammen als eines betrachten. Und ich glaube, ich habe die Möglichkeit durch meine Ausbildung auch zum Entwickler und war mit über 10 Jahren quasi Business Background, also da einfach eine Brücke zu schlagen zwischen dieser eher altgeprägten, dieser alten Welt und dieser neuen Welt und hoffe mir da einfach auch viele Vorteile für unsere Projekte, aber einfach auch für mein tägliches Business besser und schneller einfach in die Themen einsteigen zu können und ja, bessere Ergebnisse erzielen zu können.
Dann erzähl doch mal über das Programm in Barcelona. Was passiert da alles? Also es sind 9 Wochen und natürlich liegt noch ein paar Sachen, ein paar Details liegen für mich noch im Dunkeln und ich hoffe, dass ich sie am kommenden Montag alle erfahren werde. Aber soweit ich bisher weiß, fängt es jeden Morgen um 9 an mit 2 bis 3 Stunden wirklich Hardcore Schulbankdrücken. Man kriegt also eine Vorlesung über irgendwie ein technisches Detail, eine neue Technologie, deren Anwendung oder wie man eben das Setup auf seiner Maschine oder eben auch in der Entwicklungsumgebung macht. Und dieses Wissen wird dann im letzten Teil des Tages, der mindestens bis 18 Uhr gehen kann, dann vertieft. Also in freien Übungen, wo dann Teaching Assistants dabei sind und einem bei Notwendigkeit auch unterstützen. Und dieser Teil, dieser Übungsteil, der wird dann sukzessive in ein Projekt überführt. Also das Ziel ist es dann schon, eben nicht nur 9 Wochen etwas zu lernen, im Sinne von, wie man es aus der Schule kennen würde, sondern tatsächlich auch am Schluss ein Abschlussprojekt zu machen, dass man dann in einer sehr kleinen Gruppe, so 2 bis 3 Leute, dann eben entwickelt. Das kann ein klassischer Webshop sein oder eine App oder eben vielleicht auch schon, ja, vielleicht bringt auch jemand irgendwie eine Business-Idee mit, die man da schon ein bisschen verifizieren kann. Also da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Aber Ziel ist einfach, das komplette Wissen, das man sich da aneignet, in einem konkreten Projekt auch anzuwenden. Ja, und das passiert so Montag bis Freitag, mindestens 9 bis 18 Uhr jeden Tag jetzt für die nächsten 9 Wochen. Und ich hoffe, dass da nicht nur Bootcamp draufsteht, sondern dass da auch Bootcamp drin ist. Das heißt, ihr habt keine Abschlussprüfung, sondern wirklich ein Umsetzungsprojekt. Genau. Also so ein bisschen wie unsere Projekte auch. Genau, also man kann sagen, das geht sehr weniger darum, jetzt irgendwie einen schönen Schein mit nach Hause zu bringen, ein tolles Zertifikat, das wird es bestimmt auch geben. Aber ich glaube, auch hier sehr stark darauf ausgelegt, ein konkretes Ergebnis zu erzielen, sehr viel Erfahrung zu machen, sich sehr viel auszutauschen mit Gleichgesinnten, aber natürlich auch mit Erfahrenen. Und ja, so wie das Setup bisher klingt, soweit ich das überblicken kann, hat es hohe Chancen, so aufzugehen. Warum hast du dich konkret für dieses Programm entschieden? Also ich habe so ein bisschen mir überlegt, also gecodet habe ich immer so ein bisschen nebenher, einfach aus eigenem Interesse oder wenn es mir gerade im Projekt auch irgendwie geholfen hat, selber ein kleines Skript zu schreiben oder so oder ein Endpoint besser zu verstehen. Was macht man typischerweise? Wir gehen irgendwo auf Udemy oder auf YouTube und schaut sich ein Tutorial an. Und die nächste Stufe, die ich dann kannte, um das weiter zu professionalisieren, ist dann wiederum selber eine Ausbildung zu machen. Ja? Also tatsächlich im dualen System zum Beispiel oder ein Studium. Und dann habe ich mich eben gefragt, gibt es da nicht irgendwas dazwischen? Und dann bin ich eben auf diese Bootcamps gestoßen. Davon gibt es einige Anbieter, die das Europa oder auch weltweit machen. Und so in 9 Wochen sehr intensiv das einmal zu lernen, auch mit dem Versprechen, wenn du es durchhältst, bist du eigentlich in der Lage, also bist du Junior-Entwickler von deinem Skillset, hat mich schon gereizt und das werde ich jetzt ausprobieren. Inwiefern hat eTribes dich dann bei deinem ganzen Vorhaben unterstützt? Ja, ich habe mich ja einfach offen mit dieser Neugierde erstmal an eTribes an dich auch gewendet und gefragt, so ja, wie sieht's aus, gibt es irgendwas Neues, würde mir Spaß machen, wie kommen wir da zusammen? Grundsätzlich war meine Position so, ich möchte es gern machen, auch ein bisschen unabhängig, ob das jetzt eTribes für eine sinnvolle Sache findet oder eTribes für sinnvoll findet oder nicht. Glücklicherweise findet ihr, dass es sehr sinnvoll ist und es macht ja auch Sinn, wie ich es vorhin beschrieben habe, diese Tech-Welt und diese Consultant-Welt näher zusammenzubringen. Und ja, so unterstützt ihr das Ganze jetzt oder unterstützt eTypes das Ganze jetzt, indem ich quasi freigestellt werde für die Zeit, aber auch weiter mein Gehalt beziehen kann und mir somit nicht so viel Gedanken machen muss, was ich dann eigentlich in der Zeit in Barcelona essen soll. Sehr schön. Ja, ich freue mich, ganz viele Insights aus Barcelona von dir zu bekommen und dass wir auch währenddessen mal wieder was von dir hören, was du so lernst und vor allem auf dein Abschlussprojekt, was dabei rauskommt. Und dann natürlich, wenn du in 3 Monaten wieder hier bist. Es wird spannend, geht weiter. Ja, auf jeden Fall, ja, vielen Dank. Auf jeden Fall auch für die Chance grundsätzlich. Aber ich habe schon vor, mindestens einmal die Woche ein Recap auf LinkedIn zu schreiben und ich auch hin und wieder mal ein bisschen nerdy Insights aus dem Entwicklerzimmer aus Barcelona zukommen zu lassen. Sehr schön, ich freue mich drauf. Freue mich auch.